Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Direwolf 20. Mit dabei der weitgeschätzte, weltbekannte, der Mann, auf den die Frauen fliegen und mit dem ich offiziell durch unseren Klassenlehrer verheiratet bin, der Mulle. Hallo! Diese Aufnahme muss ich einfach so anfangen. Habe ich mir einfach gerade eben so gedacht. Warte mal. Wieso ist mir das nicht früher eingefallen? Auf jeden Fall. Letzte Aufnahme ist ein bisschen her für uns. Stopp. Hatten wir am Samstag oder war es Freitag? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, das in der Aufnahme fertig machen, daran haben wir uns sehr gut gehalten. So, uns ist aber was aufgefallen. Das wird ein bisschen knapp hier mit den ganzen Blüten. Ja. Ja, und wenn der liebe Mulle mir mal ganz kurz das Buch wiedergeben könnte. Sekunde. Mal ganz kurz, ich habe jetzt hier, war ich jetzt ein paar Mal kurz im Game Mode hier, weil erst hatten wir gehofft, dass wir heute einen kleinen Gast dabei hätten, aber gab dann doch ein paar zeittechnische Probleme und er hat mal sich kurz das Lexikon Botania angeschaut, also hier der Chris, und ist dann mit dem Lexikon Botania im Inventar aus dem Fahrzeug gegangen, also habe ich mir kurz gegönnt, eins Neues zu machen. Auf jeden Fall. Wir hatten ja eigentlich vorgehabt, die Orschi zu machen. So. Problem ist aber wirklich, da brauchen wir einiges an Blüten. So. Und jetzt wollte ich mal gerade schauen. Es gab nämlich noch eine Blume. Nein. Oh, jetzt gedacht, nein. Genau, die Jaded Amaranthus. Die wollten wir jetzt nämlich mal machen. Weil wenn die mit Mana ausgestattet wird, dann wird, generiert die in der Nähe Mystical Flowers. Relativ einfach zu machen, finde ich. Eine Redstone Wood, eine Rune of Spring, eine Mystical Green, Purple Lime Petal und eine Purple und zwei Mana Petal. So, Rune of Spring. Wir brauchen eine Rune of Water. Haben wir davon eine? Ich habe so fast ein Gefühl, nö. Irgendwelche brauchbaren Runenvorräte kamen. Ja, wir haben halt so gar nicht damit gearbeitet, aber ist kein Problem. Wir brauchen eine Fishing Rod, 3 Mana Steel, Bone Meal und Sugar Canes. Brauche ich den Express hin. Okay, Mana Steel brauchen wir. Dann nehme ich gleich wieder so einen halben Stack Eisen mit. Das brauchen wir und Sugar Canes. So, einmal Angel. Damit haben wir schon fast alles, oder? Fishing Rod, Sugar Cane, Bone Meal und Mana Steel. Jo. So, da fliege ich hoch mit meinem pinken Zauberstab. Okay, Runic Altar. Wir brauchen jetzt mal 3 Mana Steel. Okay, einmal die Fishing Rod. Sugarcane. Und Bone Meal und das. Und Function Mode. So, jetzt haben wir mal schauen, was wir auch klappt mit dem Redstone Mana Gedönse. Ja. Es ist so, wie ich mir gerade eben gedacht habe, der hat einfach, der Runic Altar hat keinen Mana gebraucht. Ja, aber warum hat denn der Mana Squeeder ohne ein Signal einfach random ein bisschen Mana dahin geschickt, wenn das Ding eh keins gebraucht hat? Eben die ganze Zeit Mana rüber geschickt, ohne dass irgendwas da aktiv war. Der arbeitet irgendwie gerade gar nicht. Ah doch, jetzt hat er was gearbeitet. Der ist aber derbe langsam. Echt? Okay. Mach ich mal gerade anders. Ich habe jetzt gerade den einen Mana Spreader kurz angelegt. Ich glaube, mit dem Redstone Mana Spreader können wir das erstmal vergessen.
Also irgendwie, also ich weiß nicht, dann bringen uns irgendwie die Mana-Pools doch überhaupt nichts, wenn wir dann nur Mana reintun und am Ende sowieso nur die Mana-Spree auf den Unigata knüppeln. Doch, wir brauchen dann ja auch die Mana-Spree dafür, nicht Mana-Spree, die Mana-Pools für Mana-Steel, damit wir die Items da reinwerfen können. Ja, gut, das stimmt schon, aber... Und wir können halt darüber Mana-Steel, das... Mana-Steel, davon mache ich jetzt mal einen Haufen. Mach das. Ich schau doch mal gerade, was wir noch brauchen. Wir brauchen eine Rune of Water, wir brauchen eine Rune of Fire. Aber drei Mana Steel, eine Nether Rake, Gunpowder und eine Nether Warze. Mana Steel ist kein Problem. Also wir haben 27 Mana Steel. Ach so, okay, gut. Bleibt ja großartig was von übrig, weil ich gerade auch noch was anderes am machen, da brauche ich ein bisschen. Ja, ich schuss drüber in die Truhe, was ich habe. Okay. So, ich brauche dann noch, wie gesagt, einen Gunpowder, einen Netherbrick und eine Netherwarze. Netherwarzen haben wir jetzt auch ein paar. Habe ich auch schon mal ein bisschen was gemacht. Okay, was heißt, ich habe da 5 Stück, aber ich habe gerade was gesehen. Wir brauchen 3 Oak Settings. Zwei haben wir, dann... nehme ich mir mal hier so 7 Knochen und gehe mal draußen ein paar Bäume fällen. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das wirklich mal sage. Weil das halt eigentlich wirklich nicht gebraucht wird. Brauchen ja die Setzlinge. Ja, Holz haben wir doch eigentlich genug. Normalerweise ja. Aber du weißt ja, wir sind verwirrt. Wir brauchen mehr. Du warst der Typ, der auf die Idee gekommen ist, noch zusätzlich eine Holzfarm zu bauen, also. Ja, aber auch nur wegen stromtechnischen Gründen. Ah, hier ist immer noch das lustige Loch mit den Tieren. Das hat man in der letzten Aufnahme total vergessen, Maximum. Gut, ich merke schon wieder, dass ich gerade überhaupt nicht rede. Ah, das ist der letzte Setzling, sehr gut. Verkackt der Server oder ich? Staub, du. Bei mir läuft alles ohne Probleme. So, was brauchen wir noch? Das war ein Gunpowder. Und einen Nether Brick. Da noch was hat das dann? Ach, wenn du irgendwann nochmal cleanst und brauchst, wir haben ca. 5, 6 und 7 gerade über. Okay, gut. Wir drum denken. Das war dann noch ein Weed. So, und das heißt quasi wirklich nur noch warten. Alter. Gut. Dann wird es Zeit, dass der Mana wieder gepusht wird. Ja, das war eine super Idee mit der Rose Arcane. Oder wie die auch immer. Hier diese Mana XP durch Mana Bloom. Andersrum, Mana durch XP. Und geht gut ab oder wie? Naja. Die Level brauchen wir eh nicht und der Mana Spreader ist instant voll. Aber irgendwie komisch, dass das mit dem Ding nicht anständig funktioniert. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich hab's gerade gesehen. Wenn der das Signal bekommt, gibt der Mana ab. Stimmt, du hast recht. Weißt du, was wir dann machen? Mach eine Redstone-Glocke hin. Und mach ich, glaube ich, gleich auch. So, da muss ich gerade nochmal übertreten. Dann kommen wir jetzt auch noch schon näher. Ah, okay, das ist fertig. Dann brauche ich noch Living Rock. Drei Stück waren das insgesamt.
Okay, Rune of Water. Sehr schön, dann brauchen wir jetzt eine Netherwarze, Netherbrick, Gunpowder und nochmal 3 Mana Steel. Wofür hast du denn das Mana Steel benutzt? Ja, für einen lustigen Ring. Oh oh. Hab so einen gedoppelten Movement Speed oder so. Cool. Wenn du schon lustig gesagt, dann sollte ich Chance haben. Ah, und wie gesagt, Movement Speed. Der gefällt mir. Ich muss doch gleich auf jeden Fall nochmal Level nachladen. Aber sollte ja nicht das Problem sein. Boah, mir tut mein Hals gerade echt teilweise was weh. Gut, ich kann mal gerade Level nachladen. Ich weiß nicht, ob es sollten reichen. 2 Level sind aus dem Bunker weg. Ah, das ist echt wieder eine der spannendsten Folgen. Das ist krass. Okay, wie sieht es? Ja, der Tyrone ist gleich fertig. Dann haben wir das, dann machen wir nur noch die Rune of Spring und dann nur noch das zusammenklatschen. Ja, ist ja auch geil. Bei der Jaded Amaranthus steht einfach auf der letzten Seite: Wait a minute, did you just summon a bunch of flowers in one turn? Yeah, so. That's against the rules, isn't it? Screw the rules, I have mana! Gefällt mir. Was kann man eigentlich noch so machen? Hypatius? Was willst du wo machen? Ich schau mal ganz noch ein paar Blumen an, die man hier auch machen kann. Achso, okay, ich guck gerade bei lustigen anderen Items. Ah, es gibt auch eine Blume, die funktioniert wie so ein Hopper. Okay. Von Kanäle. Exoflame. Ja, wow. Können Höfen betreiben. Redfawn. Defamil. Achso, das war diese. Ja. Das können wir eigentlich auch mal machen, die Kleikonia. Da können wir einfach aus Sand macht die uns Clay, wenn sie Mana hat. Okay. Okay, das scheint auch fertig zu sein. Okay. Jetzt brauchen wir für die Jaded Amaranthus die Rune of Spring. Die wird gemacht mit einer Rune of Fire, eine Rune of Water, Reed und 3 Oak Saplings. Rune of Fire, Rune of Water, 1, 2, 3, Reed. Dann tue ich die restlichen Runen schon mal weg, damit die sicher sind. Also grundlegend sollten wir auch die Blumen übrig haben. Jetzt könnte man gerade fragen, wer von uns beiden produktiver ist. Du, der hier gerade die ganzen Wasserblumen aufstellen ist und für die Mana-Versorgung, oder ich, der einfach nur AFK neben der Blume steht und was macht, womit wir mehr von den Blütenblättern bekommen. Ja, ich guck. Ah, wie zum Teufel auch meine Redstone-Glocke crafted hat. Misting, oh, da bloß ist Krone schon fertig. Alter, das ging schnell. Okay. Ja, hab ich gezählt. Rune of Spring, okay. Jetzt brauchen wir halt nur noch eine Mythical Green, Purple und Lime Petal. Lime, Green, Purple und 2 Purple Mana Petal und eine Redstone Root. Redstone Root habe ich, also nochmal 2 Mystical Purple. Haben wir. Dann stelle ich mal ganz schnell den Mana Speed wieder auf den hier.
Sehr gut. Und dann können wir jetzt die Blume fertig machen. Rune of Spring. Mystical Lime. Green. Purple. 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 Was habe ich jetzt verkackt? Spontan würde ich sagen alles. Ah ne, ich habe die Wetter gut vergessen. So, und jetzt. Seed! Jaded Amaranthus. Die stelle ich mal hier hin. Und ich mache mir gerade einen Mana-Pool daneben. Gut. So, da wird es doch Mana-Pool, da sollte jetzt gehen. Gut. Mana-Pool. Dann schauen wir uns doch mal an, wie das funktioniert. Also offiziell sollte diese anfangen zu arbeiten. Moment, ich schick mal den Redstone Mana Spreeder dran. Ah, ja. Es kommt Bloom. Das ist schön. Also, man sieht schon, wir haben jetzt auf jeden Fall einiges auf Vorrat. Also ich würde sagen, das lohnt sich auf jeden Fall schon. Wenn man mal bedenkt, dass man vorher die ganze Zeit losgeflogen ist, die scheiß Blüten zu suchen. Ja, doch. Jetzt müssen wir halt nur darauf achten, dass wir auch die richtigen abwerfen. Alter, das geht echt auf die Schmitzkatze. Alter! Ja, ist gut. Ey, du kannst ja dauerhaft rumlaufen. Ich würde sagen, da arbeiten wir wirklich mit dem letzten Mal das wieder. Oh, ich bin schon voll. Bei Purple. Gray. Also da müssen wir auf jeden Fall mit dem Redstone Mana Spreeder arbeiten, dass wir das timen können, wenn wir welche brauchen. Das gab auf jeden Fall schon mal wieder einen kleinen Boost. Besonders braun haben wir einige bekommen, ich weiß. Also wir haben auf jeden Fall wieder ein paar auf Vorrat. Alter, wollt ihr mich verarschen? Ja, da müssen wir auf jeden Fall mit dem letzten Mal das wieder arbeiten. Ja, doch ein letzten Mal das wieder ist doch vielleicht nicht die schlechteste Idee. Ich kann gerade nichts. Ich kann ja mal das wieder nicht umdenken gerade. Ach so, ja, der ist glaube ich einfach zu weit weg. Habe ich eben schon ausprobiert. Nein, ich wollte ihn gerade. Der ist auf den verbunden, aber ich wollte gerade den umlenken. Also du meinst den Redstone Mana Speed auf dem Mana Pool hinten oder wie? Generell funktioniert mit dem Bind auf Forward Cup. Lol, jetzt geht's. Achso, ja, das Problem hatte ich eben auch. Ich dachte, das lag am Server, aber dann. Keine Ahnung. Was hast du gemacht, dass es wieder funktioniert? Was ist? Was du gemacht hast, damit es wieder funktioniert? Mindestens 5000 Mal ausprobiert. Ja, dann nutze einfach die Chance, sammle noch ein paar Blumen ein. Ich schau mal lieber gerade nach, was mit dem Server los ist. Ob der gerade irgendwie doch ausgelastet ist. Also bei mir verkackt immer noch alles. Also offiziell
bei mir läuft alles super, außer Gott der. Wir haben eine CPU-Auslastung von 35%. Das ist eigentlich. Geht eigentlich. Ich werfe mal gerade weg. Ich mach mal gerade den Motherboard kaputt. Nö, klappt immer noch nicht. Womit willst du den jetzt genau verbinden? Ich wollte ihn wieder hier auf den Mana-Pool linken für den zum Mana-Spieler. Ja doch. Ich kann's nicht machen. Du musst das mit Shift machen. Ja, schon klar. Das hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Ich konnte zwar einmal auswählen, aber Shift hat nicht funktioniert. Ich konnte ihn nicht umändern. Mal gucken, eigentlich wenn der Mana Pool hier gleich leer ist, sollte die Blume dann nichts mehr produzieren, also sollte der Redstone Mana Speeder mal aufhören irgendwas zu tun, aber irgendwie interessiert ihn das nicht großartig, dass er ein Signal kriegt oder nicht. Das gefällt mir gerade teilweise nicht. Ich fände das doch schon ganz nett, wenn man bestimmen könnte, ob diese Mana umgeleitet würde oder nicht. Ja. Das ist immer ohne großartig die Mana Speeder umzustellen. Mal gucken, aber vielleicht endet der ja gar nicht großartig Mana. Mal gucken, ob die Blume überhaupt weiterarbeitet. Ja, das glaube ich besser. Auf jeden Fall, wir sind jetzt schon bei 22 Minuten fast. Ich würde sagen, das war's schon mal für diese Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Ciao.